Das Wiesenthaler Textilmuseum ist ein Museum in der Stadt Zell im Wiesental, also im Südschwarzwald. Untergebracht ist es in den Schettdachhallen einer ehemaligen Weberei am Ufer der Wiese. Fachkundiges Personal zeigt uns sehr eindrücklich und lebendig die Produktion von der Baumwollpflückung bis hin zum fertigen Tuch. Beeindruckend, wie schnell doch diese Maschinen arbeiten, abgesehen vom Lärm, den der Weber und das restliche Personal 8 bis 10 Stunden täglich aushalten mussten. Kein leichter Job also. Die Anforderungen der Kundschaft wurden immer höher geschraubt und mit ihr die Technik. Die Gründer der Manufakturen im 17. Jahrhundert sind Köchlin, Sarrazin und Montfort aus der Schweiz und dem Elsass. Circa 20.000 Menschen fanden hier ihr Auskommen. Das Schwergewicht dieses Museums sind die Webmaschinen, Spinn- und Spulmaschinen, Seitenflechtermaschinen, mit denen Schnüre hergestellt wurden und immer noch in kleiner Anzahl hergestellt werden. Das Museum selbst wurde 1996 gegründet und somit war man auf der Suche nach brauchbaren Webstühlen, was nicht sehr leicht war. Wenn ein Fehler da ist, läuft die Maschine ganz langsam und der Kontrolleur kann den nur eine Kette fahren. Wir sind hier über die Breite 5200. Musik 2003 wurde ein Förderverein gegründet, mit dessen Hilfe das Museumsgebäude renoviert und umgebaut wurde. Auch konnte noch 1000 Quadratmeter Land hinzu erworben werden. Die Neueröffnung war dann am 30.04.2009. 150 Jahre industrielle Geschichte Wiesental wurden hier zur Epoche. Auch sehr interessant zusammengestellt ist die Bilddokumentation aus der damaligen Zeit. War doch das Wiesental in dieser Zeit von Basel bis Todtnau ein Vorreiter der globalen Industrialisierung?